Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Risen 3 mit Paxis. Wir reden mal weiter mit dem Verrückten, würde ich sagen. Bist du jetzt völlig am Rad? Dein Plan, Unfrieden zu stiften, wird scheitern. Ebenso wie Douglas gescheitert ist. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Geh mir aus den Augen! Du hast dir im Lager nichts verloren. Vielleicht ist er aber auch einfach nur der Verrückte. Douglas wurde von ein paar Spinnen getötet. So? Und wer sagt mir, dass nicht du ihn getötet hast? Weil das überhaupt keinen Sinn machen würde? Und ob es Sinn machen würde? Verräter gibt's überall. Kann es sein, dass du Selbstgespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge. Mach dich nicht über Hank lustig. Er kann auch ganz anders. Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Ich will bestimmt überhaupt keinen Weg der Stimmen gehen. Zeig mir, wo du deine Stimmen gehört hast. Ah, du willst erleuchtet werden. Vielleicht wirst du dann endlich sehen, was ich sehe. Bleib mir auf den Fersen. Das war schon eine ziemlich große Sauerei, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Wie bitte? Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt. So eine Frechheit. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ja, könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palaver. Ja, wir haben noch einen... Tut mir leid, dass ich das weggedrückt habe, aber... Der Typ... Ach so, fuck. Der Typ nervt einfach. Komm, geh weiter, Hawkins. Wer weiß, zu welchem Schattenlord der Typ jetzt wieder führt, ey. Hier habe ich die Stimme zum ersten Mal gehört. Ein leises Flüstern war's, aber dennoch nicht zu überhören. Ich höre nichts. Du willst nur nicht hören? Das ist ein Unterschied. Ach ja, was genau hörst du denn gerade? Naja, also wenn ich genau hinhöre, dann... Ach, bring mich nicht aus der Fassung. Jetzt lass uns weiter. Folge mir. Oh mein Gott. Wer weiß, wo der uns wieder hinführt. Hier war es. Hier war was? Ein Geräusch, ein Knurren, nein. Ich weiß nicht mehr so genau. Das war nur dein Magen, sonst nichts. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe wirklich schon lange nichts mehr gegessen. Dann ist was. Du siehst aus, als könntest du ein ganzes Schwein verdrücken. Gut, dann genehmige ich mir einen Bissen. Ach, der ist aber so komisch. Lass uns weitergehen. Hoffentlich laufen wir mit dem Typ jetzt nicht über die ganze Insel hier. Und hier ist mir ein geisterhaftes Wesen erschienen. Es sah fürchterlich aus. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es hatte mehrere Beine und mehr als ein Augenpaar. Also eine Spinne. Und es sprach mich direkt beim Namen an. Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. Also reiß dich endlich zusammen. Aber... Oh verdammt, mein Kopf schmerzt so. Was ist nur los mit mir? Trink einen Schluck Rum. Das hilft immer. Na gut, wenn du meinst. Oh, das belebt den Geist. Als wenn sich ein Schleier lüftet. Hab das Gefühl, als müsste ich mich bei dir bedanken. Schon okay. Geh zurück zum Lager. Danke dir, Mann. Okay. Jetzt, da du wieder normal bist, an was kannst du dich erinnern?
Mir kommen nur Spinnen in den Kopf. Ich denke, ich werde erst ein paar Rum brauchen, bevor die Erinnerungen klarer werden. Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Ach, und wenn schon. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist wichtig. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Der klare Schädel ist dir doch sicher etwas wert. Oha! Da hat der alte Hawkins glatt vergessen, dich zu entlohnen. Gut erkannt. Ja, ich brauche das lumpige Gold eh nicht. Also nimm es, bevor ich es mir anders überlege. Danke, dann würde ich sagen... Ach, jetzt müssen wir diesen weiten Weg auf uns nehmen. Nur weil da kein Teleporter ist, aber warum eigentlich? Ich meine, das ist eine riesige Insel. Hier, warum ist denn hier nirgendwo ein Teleporter? Oder sieht man ihn nur nicht? Nee, da ist keiner. Verflucht. Na egal, da müssen wir eben hinrennen oder je nachdem. Halt, mit dem haben wir noch nicht geredet. Was ist das? War wohl doch nichts. Okay. Oh, ich glaube, wir waren noch nicht hier oben, oder? Da, wo dieses Feuer brennt? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Ach. Oh, Wamba. Scheiße. Oh, mein Kopf. Karak. Was machst du hier so nah bei den Piraten? Gucho spricht von den Piraten. Gucho ist kein Pirat? Nein, ich gehöre nicht zu denen. Das heißen, du waren auch noch nicht bei uns, Kila? Doch, war ich. Langsam könntest du mir meine Frage mal beantworten. Was Bobo hier bei Piraten wollte? Bobo wollte wissen, ob Piraten eine Gefahr oder nicht. Habe sie beobachtet. Aber dann hat Bobo Durst bekommen. Das verdorbene Wasser hat gebrannt. Hab es trotzdem getrunken. War nicht beste Idee, die Bobo jemals hatte. Es war Schnaps. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Schnaps? Haben Piraten Bobo vergiftet? Die Piraten trinken das zum Spaß. Piraten, komischer Gutschuss. Bobo will nach Hause. Ich nehme den restlichen Fusel besser an mich. Schie. Böses Wasser schlecht für Bobos Magen. Selbst die Pflanzen mögen es nicht. Nimm, Gucho. Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Das ist nicht schwer, Gucho. Frag einfach Bobo. Bobo. Ich möchte, dass die Wirkung von Schmerztötern länger anhält. Kein Problem, Hoshi. So gut bin ich auch nicht. Ich könnte dich zu den Eingeborenen begleiten. Ah ja, du warst ja schon mal in Campa de Kila. Bobo nicht mehr richtig in der Lage, sich selbst zu beschützen. Wäre sehr dankbar, wenn du ihn bringen könntest. Oh. Lass uns zum Lager der Kila aufbrechen. Gut, gut. Du musst wissen, dass viele Spinnen auf Kila unterwegs. Diese Tage sind gefährlich. Bobo froh, dass Gucho ihn begleitet. Toll, jetzt muss ich ihn also dahin bringen. Gibt's hier noch irgendwas? Wo gehen wir eigentlich hin? Das weiß ich noch nicht, aber du wirst es ja gleich sehen. Ich wollte nur sicher gehen. Man weiß ja nie, was einem hier im Dschungel so alles auflauert. Habe ich dir eigentlich erzählt, wie ich... Nein, das hast du nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Ich kümmere mich doch nur um unsere Sicherheit. Dann mach das, aber halt die Klappe dabei. Ich muss mich konzentrieren. Na, sag das doch gleich. Ich bin still wie eine Leiche. Geil wär's. Kann ich die Flasche nicht mitnehmen? Na gut. Ja. Komm mit mir, Gucho. Warum muss ich ihn eigentlich begleiten? Ich dachte, ich soll ihn bringen. Also es ist doch ein Unterschied, ob... Ob ich ihn bringe, also vorgehe, oder ob er vorgeht und ich ihn begleite. Na egal, dann müssen wir halt nochmal einen Umweg gehen. Karaka, das ganze Gelaufe macht mich drehen im Kopf. Was im Namen der Hike macht ihr Gutschuss mit euren Köpfen?
Ich fühle mich wie von Horde Gorillas gegessen und ausgeschieden. Was sind die Hike? Hike sind die Geister unserer Ahnen. Sie sorgen dafür, dass Bobor bestraft wird. Sie bestrafen mich dafür, dass ich heimlich beobachtet habe andere Menschen. Sie bestraften mich mit dem, was du nennst, Schnaps. Du packst das schon. Lass uns weitergehen. Puh, wird noch schwerer Marsch. Na gut. Wir sind doch quasi da. Oh mein Gott. Aber wir müssen erst zur Wasserstelle gehen, oder was? Ja, dann können wir wenigstens direkt mal diesen Goldteller abgeben. Dies ist Wasserstelle der Kieler. Bobor muss machen Pause. Okay, machen wir eine Pause. Sag Bobor einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ich kenne Piraten mit Holzbein, die schneller sind als er. Zu viel Palaver und zu wenig Schlaf. Bobor liebt Pausen. Ja, dann penne erst mal eine Runde. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Was hältst du von dieser Goldschale? Uwamba. Großes Kipawa. Tabulele Gutscho. Du kriegst die Schale und ich dein Vertrauen. Deal? Si. Hier hast du sie. Tawonga. Aber sag, ist es deine Schale gewesen? Ja, ich habe sie ehrlich erworben. Gut. Sonst böses Omen. Tiwas wären zornig. Asali wird bei Hike von Kila gutes Wort für dich einlegen. Gaia wird von nun an für alle sorgen. Gapa Guchos! Nehmt so viel Wasser, wie ihr tragen könnt. Gaia ist euch wohlgesonnen. Okay. Mann, geh jemand anders. Verzieht. Die sind ja richtig nett, verdammt nochmal. Ich habe gerade dafür gesorgt, dass ihr dieses Wasser nehmen könnt. Und das ist der Dank, oder was? Hier drüben war doch dieser andere Typ, oder? Mit denen reden wir auch nochmal. Jage nie nachts im Dschungel. Er wird dich jagen. Diesen Makoto habe ich immer noch nicht gefunden. Wo ist der eigentlich? So. Eines Tages, du wirst sein starker Chaka von Gutschuss. So, geht weiter. Ich habe hier alles erledigt. Lass uns weitergehen. Na gut, auch wenn Bobors Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Lang genug Pause gemacht. Action Jackson. Action Jackson. Okay. Kleines Leck. Maki-Bäre. Hui, ich bin eine Fee. Geil, dass wir die ganzen Monster schon vorher umgebracht haben. Bobo. Müde. Oh. Jetzt geh. Was ist denn jetzt los? Pennt der erstmal eine Runde, oder was? Wie? Was? Bobor kann nicht mehr. Du, Bobor, tragen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gutscho ist gemein. Wir aber bald da in Lage der Killer. Bobor, ein starker Tufa. Ich werde es schaffen. Okay. Wieso habe ich denn hier auf der Insel einen solchen Nervboss? Dieser Matt nervt rum, dieser Typ nervt rum. Vor allem ist es halt überhaupt nicht weit. Ich meine, überlegt euch mal, wenn ihr das gehen müsstet. Das ist einfach... Das ist halt nicht weit. Es ist einfach kein weiter Weg. Du passt sicher auf eure Gemeinschaft auf. Chi, und es erfüllt Kamil mit Stolz. Aber es gibt auch unter uns Kila jene,
die sich nicht als würdig erweisen, ein Tonka zu sein. Nimm darum Kamils Rat an. Ehre, was dir gegeben, bevor jemand anderes es sich nimmt. Was kannst du mir über deinen Stamm erzählen? Gucho möchte mehr wissen über Kila? Gut. Doch ich warne dich, hör Kamil genau zu. Was ich zu erzählen habe, ist wichtig. Begegne meinen Worten mit Respekt oder die Hike werden dich strafen. Okay. Jetzt schieß schon los. Geduld, Gucho. Du wirst lernen müssen, Kamils Worte zu achten. Wisse, dass wir Kila dem Urteil unseres Chakas und dem Rat des Orakels folgen. Unser Chaka richtet sein Urteil dabei nach dem Gebot der Hike. Sie wachen von der anderen Seite über uns. Gut zu wissen. Interessant. Und weiter? Wir Tonka sind Krieger und tragen den Kampf in uns. Und die Tufa sind Jäger und lernen noch. Unsere Muleke, die Sammlerinnen, kümmern sich um die Ernte. Und unsere Kiki wirken mächtiges Voodoo. Okay, ich glaube, ich habe genug. Chi, es ist deine Entscheidung. Wenn ich dir helfen soll, musst du es nur sagen. Nee, lass mal. Alles gut, ich mach das schon. Ich kann auch ordentlich zupacken, wenn es sein muss. Ich kann es dir gerne mal zeigen. Also... Ich sag dir, lass es. Du tust dir nur weh dabei. Okay, dann später vielleicht. Wir sind da. Dieses Lager der Kila. Bobo, jetzt gehen schlafen. Danke, dass du mich hergebracht hast. Nein, Gucho mir nicht danken. Ich danke dir, du mich begleiten. Auf diesem Weg, auf Reise, die mir auferlegt wurde, von den Hike. Bobo hoffen auch Gucho hat gelernt aus dieser Reise. Bobo, jetzt gehen schlafen. Gute Nacht, Gucho. Ich habe gelernt, dass du auf jeden Fall ziemlich faul bist und Wege, die überhaupt nicht weit sind, als weiter achtest. Das war schon sehr merkwürdig. Ach, jetzt müssen wir uns wieder hin teleportieren. Geht der Spaß schon wieder von vorn los. Ich wollte doch einfach nur da hingehen, verdammt nochmal. Jetzt können wir aber nochmal mit dem Wasserträger reden, weil er jetzt ja eigentlich wieder Wasser bekommen müsste, oder? Das Wasserproblem ist Geschichte. Die Eingeborenen greifen euch nicht mehr an. Beim Klabautermann, das ist ja ein Ding. Endlich keine Speerspitzen mehr, die auf einen gerichtet sind. Dann wird der Rum bald wieder fließen. Hast du wirklich gut gemacht. Hier, das ist für dich. Mein Vater hätte dich für so eine winzige Belohnung Kiel holen lassen. Na schön. Hier, ich lege noch etwas oben drauf. Ach ja, die Patty nervt ebenfalls. Die ist zwar hübsch und hat dicke Brüste, aber das reicht einfach nicht. Wo ist denn Boos? Dem wollte ich auch noch sagen, dass... Ah, endlich können wir die Bude hier ausräumen. Einfach. Mhm, 17 Gold. Ah, Expedition Teil 1, endlich. Jetzt können wir das alles durchlesen, wir haben auch Zeit. Das ist wirklich dreist. Ich glaube, wir können das Zeug einfach nehmen, oder? Es war ihm scheißegal. Sehr gut. Oh, jetzt pennt er sogar wieder. Wer? Wie? Was ist los? Wo ist denn dieser Boos? Der pennt hier. Die Eingeborenen werden das Wasser mit euch teilen. Ha! Die und teilen? Nie im Leben, Jungchen. Jeder verfluchte Fisch in deren Tümpel ist ihnen heilig. Warum sollten sie ausgerechnet jetzt mit uns teilen? Aber... Nein! Wir werden hier eher elendig verrecken. Das wirst auch du noch erkennen. So, und jetzt nehmen wir uns erstmal die Zeit und schauen uns diese Expeditionsbücher an. Die Expedition 1. Der erste Teil der Geschichte über eine Expedition nach Kila, die von einem jungen Mann unternommen wurde. Meine Expedition beginnt. Schon immer war ich begeistert von dieser Piratengeschichte, die eine Insel namens Kila beschreibt. Der Großteil wird wohl erfunden sein, doch zweifle ich nicht an der Existenz einer solchen Insel. Segelte mehrere Wochen über die See und hatte keine Vorräte mehr, als ein Sturm aufzog.
Ich fürchtete schon um mein Leben, als mein Schiff in den Schutz einer Insel geschwemmt wurde, wo ich geschützt vor Wind und Wellen war. Natürlich war es die Insel, nach der ich so lange gesucht hatte. Kila ist beinahe so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Weißer Sand und direkt dahinter ein tiefer Dschungel. Nach ein paar Tagen stieß ich auf die Eingeborenen. Ihr Lager liegt tief im dichten Dschungel. Gefahren lauerten hinter jeder Wurzel der mächtigen Bäume. Doch das Schrecklichste waren die Spinnen. Keine kleinen Spinnen, die man mit der Hand zerdrückt, sondern fast mannshohe Viecher, die sich auf einen stürzen. Ich werde viel Spaß hier haben. Okay. Komische Art von Spaß, die er da sucht. Über Eingeborene. Nahmen mich freundlich auf, boten mir zu essen an und sprachen in einer Sprache zu mir, die ich nicht kannte. Mit der Zeit lernte ich deren Sprache kennen. Sie zeigten mir verschiedene Dinge und nannten mir dazu ihre Begriffe. Bald erfuhr ich, dass sie schon seit hunderten Jahren unverändert auf dieser Insel leben. Sie leben nach der Moral der Hike, so nennen sie ihre Ahnen. Spuren der Ahnen noch überall. Wie die Piratengeschichte erzählt, sind die Frauen hier außergewöhnlich schön. Der Rest der Geschichte wird erfunden sein, da sie zwar schön sind, aber kaum zutraulich. Jedes Eingeborenen-Dorf hat klare Gruppierungen. So gibt es Tonka, Tufas, Kiki und Muleken und es gibt einen Chaka, den Häuptling. Die Aufgabe der Tonka ist es, das Dorf zu schützen. Sie sind starke Krieger und ich habe großen Respekt vor ihnen. Die Tufas sind Jäger. Sie wissen sich im Dschungel zu bewegen. Beinahe lautlos schleichen sie sich an ihre Beute heran und wissen es zu vermeiden, selbst zur Beute zu werden. Kiki sind Hexen. Sie beschützen das Dorf mit Zaubern und die Krieger mit seltsamen Amuletten. Die Muleken sammeln in der Nähe des Dorfes essbare Pflanzen und Beeren. Teil 3. Vom großen Tor. In meinem letzten Artikel erwähnte ich die Spuren der Ahnen. Heute bin ich wohl auf die deutlichste Spur von ihnen gestoßen. Ein riesiges Tor, welches einen ganzen Teil der Insel vor dem Zutritt bewahren soll. War ich allein unterwegs, als plötzlich etwas Riesiges zwischen den Bäumen deutlich wurde. Neugierig ging ich weiter. Mit offenem Mund lief ich an diesem Tor auf und ab. Es kam bald ein Tonka, so nennen die Eingeborenen ihren starken Krieger, und forderte mich auf, diesen Ort zu verlassen. Hörte sie tuscheln. Das Orakel muss geschützt werden, der Guchu darf es nie erfahren. Aha. Von meinem Tod. Ich bin ein Opfer, werde ein Opfer sein, habe zu viel erfahren. Warum muss ich auch so tief graben? Jetzt werde ich bewacht, Tag und Nacht. Sie reden davon, dass ich einem größeren Zweck dienen soll. Vermutlich sind dies die letzten Zeilen, die ich schreiben werde. Wir werden uns wiedersehen. Wo denn? Im nächsten Leben, oder? Okay, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis morgen. Tschö, tschö.